Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Und es wird Zeit, dass unsere große Tanzrevue nun auch im hohen Norden aufgeführt wird, in Ishgard. Nashmara? Tanzfieber in frostigen Höhen. Tanzmeister Nashmara ist bereit, eure Mission fortzuführen. Schön, dass du da bist. Wir haben Nachricht aus Ishgard erhalten. Man wird uns bei unserer Mission unterstützen. Das Glück scheint uns gewogen zu sein, denn die Tempelritter berichten, dass es wohl noch keine Sichtung des Totentanz in Kortas gab. Doch die Aggression und der Frust unter den Verzweifelten scheint sich immer öfter in Hasstriaden zu entladen. Ich denke, wir müssen uns beeilen, wenn wir einen Ausbruch der Seuche vorbeugen wollen. Ich möchte, dass du gemeinsam mit Rana nach Ishgard aufbrichst. Ich bin wegen meiner Wunde noch nicht bereit für eine lange Reise und würde euch nur aufhalten. Erkundigt euch bei den Tempelrittern nach der Lage und ergreift alle nötigen Maßnahmen, um die schwarzen Herzen zu besänftigen. Wie du wünschst, Tanzmeisterin, wenn nötig, werde ich den Tanz, den du mir gelehrt hast, die Finsternis aus den schwarzen Herzen bannen. Auf nach Ishgard, Tara! Also, auf nach Ishgard! So, Rana, soll ich dir eine Stadtrundführung geben? Kalt! Beide kalt wie ein Zapfen! Das ist überhaupt nicht was daran! Stören? Ich genieße die frische Brise. Frische Brise. Du musst im Kugellager gebrochen sein. Also gut, ich reiß mich jetzt zusammen. Denk an Lagerfeuerradar. Handelup, der Kommandant der Tempelritter, hat seine Unterstützung zugesagt. Kein Grund, auch nur eine Minute länger hier in der Kälte zu stehen. Statten wir ihnen als erstes einen Besuch ab, Tara. Ja, das kommt davon, wenn man dieses kurze Röckchen nur trägt. So, wo finden wir den? Da hinten. Okay. Ja, das wird Rana freuen, wenn wir irgendwo einkehren, wo es warm ist. An the loop. Verehrte Tara, welche Ehre, dich wiederzusehen. Ich bin oft gestanden überrascht, dich in der Gesellschaft einer Tänzerin zu sehen. Eine überaus reizende Gesellschaft, möchte ich hinzufügen. Vielen Dank für das Kompliment, Kommandant On the Loop. Gestatten, ich heiße Rana Migo, Tänzerin von Falisium. Wir wissen die Unterstützung der Tempelritter bei der Bekämpfung des Totentanzes wirklich sehr zu schätzen. Ach ja, richtig, der Totentanz, ein beunruhigendes Phänomen, wie ich von der Bruderschaft in Gredania hörte. Bei mir ist ein umfangreiches Schreiben von eurer Anführerin, Tanzmeisterin Nashmira, eingetroffen. Sie empfahl darin, all jene hoffnungslosen Gestalten Ishgards zu versammeln, die in der letzten Zeit durch ihr aggressives Verhalten auffällig geworden sind. Man muss sich den Totentanz wie eine Seuche vorstellen, die eine erhebliche Ansteckungsgefahr birgt. Sie bereitet sich bevorzugt unter Traumatisierten aus. Oft sind es die Armen und Schwachen der Gesellschaft, deren Herzen ohnehin schon belastet sind. Doch der von uns praktizierte Kriegstanz ist weit mehr als ein gewöhnlicher Tanz. Er vermag es den Leuten Mut und Hoffnung zu schenken. Er ist wie die liebende Umarmung einer Mutter für ihre Kinder. Der Tanz schützt und beruhigt zugleich. Je mehr ihn sehen, desto leichter können wir diese Seuche eindämmen. Eine interessante Analogie. Ich verstehe. Ich bin mir sicher, dass euer Tanz inspirierend sein und die gewünschte Wirkung erzielen wird. Tatsächlich habe ich die Tempelritter bereits beordert, die Kunde von eurem Schauspiel unter den Stadtbevölkerung zu verbreiten. Wir haben einen Platz für euren Auftritt vorbereitet. Das Tor des Urteils im zentralen Hochland von Kortas hielt ich für geeignet. Es ist leicht erreichbar und in sicherer Entfernung zur Stadt. Wenn die Leute bereits versammelt sind, sollten wir sie nicht länger warten lassen. Bei den frostigen Temperaturen ist es nicht so leicht, warme Gedanken nachzuhängen.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Tor des Urteils. So, ich glaube, dann ist schon alles für unseren großen Auftritt vorbereitet, wenn es auch wenig Publikum ist. Ich hätte mir mehr erwartet, aber okay. Wie es aussieht, sind alle versammelt. Sehr gut. Dann sollten wir mal loslegen und den Leuten ordentlich einheizen, bevor ich wie ein Eiszapfen erstarre. Eines noch, wir sollten den Leuten nichts vom Totentanz erzählen. Sie werden die ganze Geschichte sowieso nicht glauben und es reicht aus, wenn sie die Vorstellung einfach nur genießen. Und da ist sie wieder, das Lampenfieber. Das werde ich wohl nie los. Selbst wenn es eine Aufführung von Leuten mit verbundenen Augen wäre. Falls sich wieder einer dieser ätherischen Manifestationen zeigen sollte, musst du dich darum kümmern, verstanden? Ja, verstanden. Meine Freunde Ishgards, kommt her und tretet näher. Ich heiße Rana Migo, Tänzerin der Extraklasse, Mitglied des einzigartigen Bühnenwunders Falisiam. Ich bin aus dem fernen Razhatai hierher zu euch in diese eisigen Berge gekommen, um mit meiner extravaganten Tanz eure Herzen zu erwärmen. Der Drachenkrieg hat tiefe Wunden in euren Seelen hinterlassen. Gelitten habt ihr hunderte und tausendfach. Doch heute werde ich den Schmerz vergessen machen und eure Wunden heilen. Öffnet Augen, Ohren, Herz und Seele. Seht meinen Tanz. Oh, unglaublich. Ich weiß nicht, was dieses Mädchen da macht, aber es bewegt mich tief im Inneren meines Herzens. Ein Wunder. Es ist weg, es ist weg. Ich kann wieder frei aufatmen. Fürchtet euch nicht, Bewohner Ishgards. Dieses Ungetüm werden unsere Tanzen weichen. Tara, kümmere dich um die Abscheulichkeiten. Zeit für einen Tanz. So, dann tanzen wir doch mal ein bisschen. Hier, kriegt ihr erstmal hier, seid mein Tanzpartner. So, das war ja gar nicht mal so schwierig. Als ich hörte, dass ich mir einen Tanz angucken soll, hielt ich es für Zeitverschwendung. Bei Hallone lag ich falsch, der Tanz. Er hat in meinem Herzen ein Licht entfacht. Ach, was ein Leuchtfeuer! So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war einfach wunderschön, magisch. Diese Eleganz, diese Leichtigkeit, wie von einer anderen Welt. Ich hätte das Gefühl, als ob dieser Tanz nur mir allein galt. Ich war wie in Trance. Ja, es ist, als sei eine schwere Last von meinem Herzen genommen. Du musst von der Göttin persönlich gesandt worden sein. Danke, danke. Eure Worte bedeuten mir wirklich sehr viel. Ich bin froh, dass ich euch heute ein wenig von der Last nehmen und Glück schenken konnte. Sie sahen so glücklich aus. Es wirkte bei vielen, als hätten sie das erste Mal seit Jahren wieder gelacht. Unser Auftritt war ein voller Erfolg, Tara. Ich bin froh, dass wir einen erneuten Ausbruch des Totentanzes verhindern konnten. Aber mehr noch, wie mir die Freude in den Gesichtern ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Ich werde sie wie ein Kleinod pflegen.
Los, lass uns nach Redania zurückkehren. Wir haben einiges zu berichten. Also, zurück nach Redania. Ranamigo, wo ist unsere Tanzmeisterin? Gütige Tänzerin, Nashmira ist verschwunden. Ganz ruhig. Die Tanzmeisterin ist aus eigenen Stücken weitergezogen. Sagte, sie müsse eine Freundin hier in Erosoa treffen. Die wurde ihr wohl von unserem Mäzen Geryujo vorgestellt. Mir hat sie natürlich nicht verraten, wer es ist. Sie erwähnte jedoch, dass diese Person angeblich mehr über den Totentanz wisse und dass sie sich in Alamigo, unserer letzten Station auf unserer Reise durch Erosoa, umhören würde. Wir sollten hier warten, bis sie alles für unseren Auftritt in Alamigo vorbereitet hat und bis dahin weiter unsere Techniken verfeinern. Sie ist also direkt losgezogen, ohne abzuwarten, welche Neuigkeiten wir aus Ishgard mitbringen würden? Schätze, sie hat darauf vertraut, dass wir mit allen erdenklichen Problemen selbst zurechtkommen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als geduldig auf Nachricht von Tanzmeisterin Nashmira zu warten. Alamigo scheint ja nun aus den Klauen des Kaiserreichs befreit. Es wird in jedem Fall spannend. Derweil sollten wir fleißig üben, denn Übung macht den Meister. Ich kann es kaum erwarten, den Leuten in Alamigo ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. So, und die nächste Quest, die wir bekommen, ist die Level 70er Quest und damit das vorläufige Finale unserer großen Tour. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann geht sicher, dass ihr den Kanal abonniert habt und auch das Glöckchen geläutet habt. Und ich möchte von euch gerne wissen, ob dieser Tanzperformance, die wir gerade in Ishgard gesehen haben, auch euer Herz berührt hat und wie euch die Folge gefallen hat. Das könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und wie für jeden großen Künstler, okay, so ein großer Künstler bin ich nun auch wieder nicht, aber ich freue mich natürlich auch immer über einen Applaus oder eben einen Daumen nach oben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und sage, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen, hören und tanzen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.